willkommen. Heute mal wieder ein kleines Tutorial-Informationsvideo. Es ist jetzt schon eine Weile her, da wurden diese CSGO Random Covered Skin Codes und auch Knife Codes ziemlich gehypt. Und ich möchte jetzt einmal erklären, wie ihr die eben quasi einlöst, beziehungsweise wie das funktioniert und ob es Sinn macht, sehen wir dann danach. Ich bin der ganzen Sache extrem skeptisch. Das, was ich bisher alles gelesen habe, ist, dass man eben irgendwelche billig Redskins bekommt. Und ja, ich denke nicht, dass wir da auf was Großes stoßen werden. Hier ist natürlich der Preis 360 Euro. Das ist maximal wahrscheinlich für, weiß ich nicht, was es da ergibt, eine AWP, Hyperbeast, Star Trek oder weiß ich nicht. Aber wie man hier schon sieht, der Großteil ist einfach hier die Desert Strike, Chameleon, die Chatterbox. Die habe ich jetzt übrigens gerade schon einmal bekommen und einmal die M4 Desert Strike. Und damit ist man natürlich schon extrem im Minus. Das ist halt so im Prinzip schon, ich weiß es nicht. Viele sagen, oh, es lohnt sich, keine Ahnung. Ich werde euch das jetzt auf jeden Fall mal zeigen und auch nochmal einen Code einlösen, damit ihr das seht. Also ihr kauft hier quasi diesen Skin, diesen Random Covered Skin, bekommt dann per E-Mail einmal den Code, könnt ihr natürlich auch bei MMOGA hinterlegt abfragen und dann werdet ihr auf igorandom.com weitergeleitet. Die sieht dann so aus, da könnt ihr euch dann oben einloggen, ihr könnt euch direkt über Steam einloggen und gleich noch als Tipp, wenn ihr diese Zahlungsmöglichkeiten, was hier unten hat, wenn ihr da was möglich habt, kauft es am besten direkt auf der Seite, weil dann ist es ein bisschen günstiger. Aber ich habe es jetzt über MMOGA gekauft, erstens weil ich da unten nichts habe und weil ich da positive Erfahrungen gemacht habe. Und jetzt machen wir jetzt einfach mal, klickt dann auf Random Skin, ihr geht nicht auf Go to Payment, außer ihr wollt es kaufen, sondern geht auf Enter the Promo Code, gebt dann euren Code ein, dann geht ihr auf OK, dann kommt Please Wait. Und im Normalfall werden wir jetzt auf eine andere Seite weitergeleitet, wo dann auch noch irgendwas kommt und lädt und bla bla bla. Und dass man eben jetzt quasi den Ding bekommt. Eine P90 Asimov Field Tested. Nehmen wir direkt mal an. Ich werde gleich nochmal auf die Werte eingehen, beziehungsweise gucken, wie viel wir jetzt im Endeffekt gewastet haben oder eben vielleicht auch Gewinn gemacht haben. Aber ich glaube es, wie gesagt, ich bin extrem skeptisch. Wir können ja mal reingucken gleich, was der alles hat. Ich denke, dass der halt wirklich zu 90, 95, 98% nur wirklich Desert Strikes und alles gibt. Das ist halt easy money für die im Prinzip. Man zahlt 8,99, also sprich 9 Euro und kriegt dann den Skin für 2 Euro. Das ist einfach eine Gewinnspanne von 6 Euro. Das ist, da kann man, weiß ich nicht, ich nehme es jetzt einfach so an. Ich will noch einmal kurz eben bei denen reingucken. Ja, ja, da. Also alle Skins, ich muss jetzt erstmal raus. Was da so am Start hat. Also auch bei den Knives ist es auch das gleiche, denke ich. Hier ist ein 40 Euro Knife, also ich glaube man zahlt 50 oder 60 Euro und kriegt dann halt im größten, im Normalfall wahrscheinlich so ein 40 Euro Knife. Also ein paar haben da schon, hier ist eine Asimov, aber die ist halt drin, denke ich, einfach um die Leute anzulocken. Dann kriegt jeder 50. oder 60. Mal kriegt eben einen teureren Gegenstand. Aber ansonsten, ja, ist jetzt nicht so krass, ist am Start. Deswegen, ein paar Sachen werden drin sein zum Locken eben, dass die Leute sehen, okay, das ist am Start, es gibt was, die Chance besteht, aber ob das so sinnvoll ist, ja. Einen schönen Aufkleber ist drauf, vielleicht werde ich die auch spielen, ich weiß gar nicht, ob ich gerade einen P90 Skin habe. Ich werde auf jeden Fall noch die anderen mit euch jetzt aufmachen und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir ein bisschen Glück oder halt auch eben nicht. So, also ich habe insgesamt für 40 Euro habe ich das gekauft. Ich glaube, das sind 5 Skins. Wo geht's denn hier auf zurück oder nächstes oder was auch immer. Egal. Dann machen wir das so. Bam, bam, bam. Ich muss übrigens vorher nochmal die Seite suchen, also die igorandom.com. Ich habe meine E-Mail aus Versehen gelöscht, wo ich die Anleitung drinstehen hatte. Oh Mann.
Ich wollte schon mal vor, wo diese Hype aufkam, wollte ich direkt ein Video machen, aber da war das hier so überflutet, da konnten wir hatten die keine Gegenstände mehr am Lager und man konnte nichts einlösen. Mac 10 Neon Rider Factory New ist auch, ich glaube, nicht wirklich in dem Preisbereich von 9 Euro. Aber wie gesagt, die Preise gucken wir gleich nochmal durch. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen Key noch. Also einen Code, den ich jetzt gleich noch einsetzen werde. Ich mache mir, wie gesagt, keine große Hoffnung. Ich war eigentlich im Prinzip halt ein Test. Den habe ich, glaube ich, noch. Ja, und ich denke, das ist halt im Endeffekt zu heiß, heißer gekocht, als es gegessen wird. Gehypt und man kann und keine Ahnung. So gesehen kannst du auch Kisten öffnen und kannst natürlich in jede Kiste kannst du ein Knife ziehen, aber tun tust du es im Regelfall nicht. Und da finde ich Kisten öffnen einfach auch noch unterhaltsamer. Da öffne ich lieber für die 8 Euro lieber 3-4 Kisten, als hier einen so einen Code, wo ich jetzt wieder so eine abgekackte Waffe krieg, die echt ein Koffer wert ist. Ja, ist halt wie gesagt, Businessplan geht wahrscheinlich für die auf. Enorm große Gewinnspanne. Ich will jetzt nochmal gucken, ist der eine Code, habe ich den jetzt eingelöst? Ich glaube, den haben die mir vorher schon nachgeschickt. Ich habe jetzt im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5, 5 Mal, genau. Ich müsste jetzt 5 von diesen Kackdingern in meinem Inventar haben. Ja, was heißt Kackdinger? Aber in dem Fall halt eben, ja, Geld verbrannt. Aber das ist mir ja gewöhnt bei CSGO. So, jetzt gucken wir mal, die Bullet Rain ist 4,49. 8 Euro habe ich dafür gezahlt, beziehungsweise wie viel habe ich gezahlt? Ja, 8 Euro. 5,77, 8 Euro bezahlt, 5,50, 8 Euro bezahlt, 2,81, 8 Euro bezahlt, 5,86, 8 Euro bezahlt. Im Großen und Ganzen extrem schlecht rausgekommen. Ich würde es nicht empfehlen, genauso wenig auch das mit den Knives, so gut es auch klingt. Aber man kriegt dann im Endeffekt auch eben, zahlt glaube ich 50 oder 60 Euro und kriegt dann eben so ein 40 Euro Knife. Keine Ahnung. Andere sagen, ich habe Argumente gelesen, wie von wegen, ja, aber du kriegst ein Knife. Ja gut, aber dann kauft ihr für 60 Euro ein besseres Knife im Steam-Markt, ganz ehrlich. So ein Quatsch habe ich da schon gelesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, habt ihr vielleicht schon einen Glücksgriff damit gemacht? Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.